überall hier im Hotel ist natürlich Maskenpflicht. Deshalb habe ich sie auch auf. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich zeige euch jetzt einmal ein Zimmer, das einen besonders schönen Blick hat. Und zwar ist das Zimmer auf der dritten Etage, 3231. Da gehen wir jetzt rein und jetzt ab jetzt darf ich meine Maske wieder ausziehen. Ja, wir sind hier in einem Standard-Doppelzimmer. Was erwartet uns hier? Zunächst mal ein großes Doppelbett. Die Betten sind übrigens sehr bequem. Ich habe sie ja getestet. Naja, hier ist auch ein Flachbildschirm. Direkt Blick vom Bett aus für den Fall, dass man auch im Urlaub auf deutsche Fernsehprogramme nicht verzichten kann. Ja, anschließend ein bequemer Sessel mit einer schönen Lampe, wo man sich zurückziehen kann zum Lesen. Nicht zu vergessen ist hier dieses hübsche Regal mit eingebautem Kühlschrank sozusagen. Da bekommt man täglich übrigens 2 Flaschen Wasser. Ja, 2 große Schränke, die bieten wirklich ganz, ganz viel Platz. Hier in einem dieser Schränke ist auch der Safe untergebracht. Nochmal Schrank 2 mit ausreichend Fächern für die Ablage. Wem die Bügel nicht genügen, der kann sicherlich an der Rezeption noch ein paar nachfragen oder aber er bringt sich welche von zu Hause mit. So, und hier sind wir schon im Badezimmer mit dem praktischen Doppelwaschtisch. Sehr angenehm ist diese bodentiefe Dusche. Die hat im Grunde genommen 2 Duschköpfe. Einmal ist es die Regendusche und einmal die ganz normale. So, der Blick ist natürlich atemberaubend. Direkt aufs Meer, auf den Hafen von Coalejo. Ja, das Zimmer wird 2-mal täglich von den freundlichen Zimmermädchen gereinigt. Abends schlagen sie das Bett auf und dann verteilen sie immer kleine Bonbons. Ich habe sie gesammelt, meine Schublade ist schon entsprechend groß. Was mir besonders gut gefällt, sind diese Verdunklungsvorhänge. Die machen echt einen guten Job. Es gibt verschiedene Zimmertypen. Ich habe euch gerade ein Zimmer gezeigt, ein Doppelzimmer mit 2 getrennten Betten. Und das ist hier ein Zimmer mit einem King-Size-Bett. Darüber hinaus gibt es verschiedene Varianten noch, aber die schaut euch am besten einmal genauer auf der Homepage an und die vernetze ich hier unten. Auch hier befinden wir uns jetzt wieder auf dem Balkon, der im Grunde genommen genauso ausgestattet ist wie der andere, den ich euch vorhin gezeigt habe. Hinweisen möchte ich euch noch hier auf die Wäscheleine, ganz praktisch für den Bikini, Badeanzug oder was auch immer. Der Blick ist allerdings hier ein bisschen anders, denn man schaut von hier oben direkt auf die Pools und auf den schönen Garten. Natürlich auch ein bisschen mehr Luxus sein, und zwar in Form einer Suite. Hier bin ich auf der 2. Etage und die Suite Nummer 2216, die zeige ich euch genau jetzt. Ja, hier bin ich sofort im Eingangsbereich und ihr seht, es ist großzügig, wie diese gesamte Suite auch. Die hat um die 42 Quadratmeter im Gegensatz zu den anderen Räumen, die ich euch vorher gezeigt habe. Die haben 32 Quadratmeter. Ja, auch eine Form von Luxus ist natürlich hier direkt dieser Schrank im Eingangsbereich. Wer auf das Bügeln nicht verzichten kann im Urlaub, hat hier das Bügeleisen und das Bügelbrett und schon die ersten Ablagemöglichkeiten. Weiter geht's gleich ins Bad. Klar ist das Bad natürlich auch ein bisschen größer bemessen als in den anderen Räumen. Was ähnlich ist, ist quasi das Doppelwaschbecken, die bodentiefe Dusche mit der Regendusche, der doppelseitige Vergrößerungsspiegel, die Möglichkeiten der Ablage hier auf dem Bänkchen. Und hier ist der Föhn, wenn man den eigenen vergessen hat. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann WC und das Bidet. Ja, hier stehe ich nun in diesem wirklich großzügig bemessenen Schlafzimmer. Mit einem üppig großen Bett, muss man sagen. Allerdings hat das Bett eine durchgängige Matratze. Muss man gucken, ob man das mag.
ja, Kissen wieder ohne Ende. Drei an der Zahl, auch das ist sehr üppig. Ja, die obligatorische Leselampe, die man individuell verstellen kann. Ja, zwei großzügige Einbauschränke, die hier beinhalten die Bademäntel und die Badeschläppchen. Der Safe, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der Safe hier bei der Suite kostenlos ist. Ansonsten hatte ich ja schon erwähnt, dass man den bezahlen muss. Genügend Schubladen, genügend Kleiderbügel. Und auf der anderen Seite des Schrankes sieht das dann eben so aus, dass man hier auch genügend Ablagefläche zur Verfügung hat. Ja, und auch wie in den anderen Zimmern hier der Flachbildschirm, also das Fernsehen praktisch mit den teilweise auch deutschen Programmen, der direkt darunter der Kühlschrank. Und wie gesagt, hier gibt es auch täglich zweimal Wasser. Ja, ganz praktisch ist, dass man nicht unbedingt sich ins Bett legen muss, um fernzusehen, sondern kann sich hier in diesem bequemen Sessel niederlassen und dann ja auf den Bildschirm schauen. Der Schreibtisch, den gibt es also in den anderen Zimmern auch. Der ist großzügig, finde ich, für Ablagemöglichkeiten. Hier gibt es wieder zwei Schubladen. Ja, wenn man da arbeiten möchte oder lesen möchte, wie auch immer. Es wird ist noch, dass es hier natürlich auch wieder USB-Anschlüsse gibt. Und in der gesamten Suite sind genügend Steckdosen vorhanden. Die Suite verfügt über zwei Räume. Das Schlafzimmer habe ich euch gerade gezeigt. Und hier befinden wir uns jetzt im Wohnzimmer. Ja, eine bequeme Couch, ein bequemes Sofa. Ich glaube, das ist sogar ein Ausziehsofa, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ganz genau hier. Da können also nochmal zwei Leute könnten hier schlafen. Und ein weiterer Flachbildschirm für ja, Fernsehen, wie man es mag. Hier anschließend eine kleine Servicestation mit einer Kapselmaschine und einem Heißwassergerät für Kaffee bzw. für Tee. Ja, der Balkon ist eigentlich kein Balkon im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr eine Terrasse. Das erkennt man schon daran, dass es großzügig ist und dass es hier sehr bequeme Liegen gibt. Und man hat diesen Whirlpool, den man halt auch kostenlos logischerweise nutzen kann. Vielleicht konntet ihr es erkennen, das Hotel ist wirklich sehr sauber. Die Zimmer sind frisch renoviert und modern gestaltet. Das Personal ist überwiegend sehr freundlich, Wünsche werden erfüllt.